Herzlich willkommen zur dritten Auflage unseres pferdestarken Magazins Horsepower. Ich freue mich, Sie im Magna Rasino in Ebrechtsdorf begrüßen zu dürfen. Heute der dritte Renntag im Jahr 2012. Wir nähern uns dem Saisonhöhepunkt der Galopper. Schon in 2 Wochen findet das Austrian Derby statt. Heute gibt es dazu die letzte Vorprüfung mit dem Vedaremo-Rennen. Bei den Trabern gibt es zum einen eine ganz, ganz liebe Geschichte um ein Schaukelpferd. Mehr dazu erfahren Sie später. Und zum anderen gibt es das Debüt des erfolgreichsten Fahrers in der Geschichte, Heinz Wevering, der zum ersten Mal im Magna Rasino an den Start gehen wird. Dann gibt es natürlich noch ein ganz spannendes Rennen, das erste Zuchtrennen der Dreijährigen. Das Ypsilanti Memorial steht ebenfalls am Programm. Also eines steht fest, am heutigen Vatertag wird es sicher kein Vatertag hier auf der Rennstrecke. Das ist mit Sicherheit so. Denn der heutige Tag steht auch unter dem Motto Familiensicherheitsrenntag. Feuerwehr und Polizei bieten die Möglichkeit, bei ihrer Arbeit ganz, ganz nahe zuzuschauen und auch die Geräte selbst auszuprobieren. Und für die Kinder gibt es auch jede Menge Möglichkeiten für Spiel und Spaß. Das vierte Rennen des heutigen Tages ist das sogenannte Vedaremo-Rennen, die traditionell letzte Vorprüfung vor dem großen Austrian Derby in 2 Wochen. Ein kleines, starkes Feld von nur 4 Pferden möchte sich dieser Herausforderung stellen und da gilt Hyacinth als der ganz große Favorit. Hyacinth, eines von 3 der 4 Pferden, die noch eine gültige Nennung für dieses Magna Austrian Derby haben. Hyacinth, ein in Deutschland gezogener Schimmel, läuft in den Farben des Stalles DS Pegas und wird von Jan Havlik geritten. Im Vorjahr hat dieses Pferd in 3 Rennen 2-mal gewinnen können und auch heuer schon beim Anstart gab es einen Sieg in der Heimat. Jan Havlik befindet sich ebenfalls in guter Form, hat vor einer Woche in Bratislava 2 Siege erringen können. Als vielleicht die größten Herausforderer in diesem Rennen gelten zum einen 8 Stories unter Jean-Pierre Lopez und auf der anderen Seite Jolly Jumper, geritten von Erwin Dubravka. Es ist nur ein 4er-Feld, also ich müsste eigentlich 2. werden, weil ich glaube, der 5er, der große Favorit, ist glaube ich nicht zu schlagen, wenn er über die Distanz kommt. Und sonst nachher, die anderen 3 Pferde machen sich das 2., 3. und 4. Geld aus. Also wie gesagt, es ist eigentlich leicht zum Reiten, sage ich. Wir warten ein bisschen auf Wartenreiten und am Schluss schauen wir, was drinnen ist. Das heißt, dieses kleine Feld von 4 Pferden mit einem ganz großen Favoriten, den Sie angesprochen haben, ein spezielles Rennen oder eine klare Sache für Sie? Also wenn das Pferd ein bisschen steht, der hat schon gute Leistungen, muss eigentlich der eine klare Sache sein. Aber im Rennsport ist alles möglich und die Karten werden bei jedem Rennen neu gemischt und vielleicht haben wir heute das Glück. Jolly Jumper, 8 Stories, Hurricane Danon bereits auf Position. Nun folgt der Favorit Hyacinth. Feld komplett. Und Achtung, Start! Das war der Start zum Vedaremo-Rennen 2012. Das Derby-Versuchsrennen ist also gestartet und der Favorit schiebt sich hier an die Spitze. Hyacinth unter Jan Havlik voraus, außen ein wenig begleitet von Programm Nummer 3 8 Stories. Dann gut 4 Längen dahinter sieht man Jolly Jumper und Hurricane Danon. Das Quartett kommt nun gepaart hier in den ersten Bogen. Außen sieht man 8 Stories, innen der Favorit Hyacinth, dann dicht dahinter liegt Jolly Jumper, außen sieht man Programm Nummer 4 Hurricane Danon. Ausgangs des ersten Bogens übernimmt nun 8 Stories, das alleinige Kommando. 8 Stories unter Jean-Pierre Lopez lösen sich ein wenig vom Restfeld. 8 Stories hat jetzt etwa 5 Längen Vorsprung gegenüber Hyacinth, Jolly Jumper und Programm Nummer 4 Hurricane Danon. Mitte der Gegenseite unverändert das Bild. 8 Stories und Jean-Pierre Lopez hier immer noch an der Spitze. Hyacinth klar zweiter vor Jolly Jumper und Hurricane Danon. So ist der Schlussbogen erreicht. Jean-Pierre Lopez hat sich einmal kurz umgeblickt eingangs des Bogens. 8 Stories besitzt hier noch einen Vorteil von gut 4-5 Längen gegenüber Hyacinth. Dann folgt hier Jolly Jumper vor Programm Nummer 4 Hurricane Danon. Mitte des Bogens bleibt 8 Stories an der Spitze. Nun kommen Hyacinth und Jolly Jumper ein wenig näher. Der anfängliche Vorteil von 8 Stories ist in Bälde wettgemacht von den Kontrahenten. Die Endgerade nun erreicht. Es attackieren Jolly Jumper, Hyacinth, auch Hurricane Danon hier gut dabei an den Rails. Programm Nummer 3, 8 Stories. Außen hat Jolly Jumper und Erwin Dubravka bereits einen Vorteil.
Jolly Jumper führt ihnen, probiert es nun, Hurricane Dannon. Jolly Jumper an der Spitze, ihnen Hurricane Dannon, noch kurz dabei, 8 Stories. Jolly Jumper, Hurricane Dannon an der Innenseite. Jolly Jumper in der Mitte der Bahn, ihnen Hurricane Dannon. Jolly Jumper oder Hurricane Dannon, das wieder Remo geht an Jolly Jumper vor Hurricane Dannon. 8 Stories und wir sind. Hat ein wenig tief gestapelt, Erwin Dubravka, vor dem Rennen. Er gewinnt das Vedaremo-Rennen mit Jolly Jumper. Zuvor haben Sie Hürzin zum großen Favoriten erklärt. Jetzt gab es doch den Sieg. Warum? So einfach? Ja, was ich nachher gesehen habe, dieser große Favorit hat schon am Anfang im Bogen Schwierigkeiten gehabt. Und da habe ich schon gewusst, da wird kein Gegner mehr. Und meine ist halt nachher vorbeigegangen und mit den Geraden hat er sogar ein bisschen einen Stopp gehabt. Aber es wurde nachher relativ eng, aber doch sicher. Das heißt, das Rennen ganz anders verlaufen, als Sie es sich vielleicht vorgestellt hätten? Nee, ich meine, vom Tempo her war ich froh, dass Tempo drinnen war, weil erst bei 4 Pferden ist man kein Tempo drinnen, das wäre schlecht gewesen für uns. Aber dadurch, dass ein gutes Tempo war, ist uns sicherlich entgegengekommen. Wie ist das jetzt im Hinblick auf das Derby zu sehen, weil Sie nicht sicher waren, ob Jolly Jumper schon so weit ist? War das jetzt ein Beweis der Leistungsfähigkeit? Ja, ich glaube nicht, dass da die ganz guten Dreijährigen waren, aber ich meine, er steigert sich vom Rennen zu Rennen. Wenn wir laufen im Derby, haben wir sicher eher Außenseiterchancen. Das Derby steht in 2 Wochen bevor. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Rennen? Also ich freue mich natürlich jedes Jahr am meisten auf dieses Event, weil das einfach unser größtes Galopprennen ist. Was mich heuer besonders freut, ist, dass noch immer 3 oder 4 österreichische Pferde Chancen haben, wirklich mitzulaufen. Und davon freue ich mich vor allem über diese eine Stute, Befadoria, die jetzt vor 3 Wochen in Mailand einen tollen 4. Rang in den mailändischen Oaks gemacht hat. Und vielleicht haben wir wirklich Chancen, dass heuer das Derby wieder mal in österreichischem Besitz bleibt. Wie schaut es überhaupt aus mit den Nennungen? Sind Sie zufrieden? Wie ist der Stand der Dinge jetzt genau 2 Wochen vorher? Also wir haben im Augenblick noch 14 Unterschriften und es gibt keinen Streichungstermin mehr. Das heißt, zur Starterangabe könnte es sein, dass alle 14 stehen bleiben. Rein theoretisch könnte auch noch eine Nachnennung passieren, falls sich dazwischen irgendein Pferd so gut angezeigt hat, dass das ein Besitzer riskieren möchte, das zu wirklich einer hohen Gebühr nachzunennen. Aber wir haben noch 5 Nationen und ich bin wirklich guter Dinge, dass es wieder ein ganz tolles Rennen wird. Letzte Frage, Sie haben es jetzt schon angedeutet. Haben Sie einen Favoriten für dieses Rennen dann? Also mein Herz schlägt schon für diese Stute, wobei ich zu einem dieser Pferde eine besondere Beziehung habe, nämlich das Pferd 8 Stories, der hoffentlich auch im Derby stehen bleibt, weil ich den selbst in Irland gekauft habe als Fohlen und habe den dann im Training weiterverkauft an meinen Kollegen Herrn Zappe. Also einen von den 2 würde ich von Herzen den Sieg wünschen. In Magna Racino kann man die verschiedensten Arten von Pferden bestaunen. Hier die Ankunft einer ganz besonderen Gattung, welche von der erst 3 Jahre alten Selena, Tochter des bekannten Trainers und Fahrers Christian Übleis, eigenhändig in den Stall geführt wird. Der Salvador. Die kleine Selena legt Wert darauf, dass ihr Schaukelpferd eine eigene Box bekommt. Das ist der Freund von der Popo. Von der Popea. Popea ist 4 Jahre alt. Unter den wachsamen Augen der kleinen Selena wird Popea von ihrem Vater direkt in die Nachbarbox von Salvatore geführt. Die stolze Besitzerin, Brigitte Sellner, besteht genau wie ihre Nichte Selena darauf, dass Salvatore bei jedem Rennen von Popea dabei ist. Sie hat am Anstart gewonnen, da war er dabei. Dann ist sie einmal gestartet, weggesprungen, weil er nicht dabei war. Und jetzt ist er wieder dabei, das Maskottchen. Genauso wie die großen Pferde die liebevolle Hinwendung ihrer Besitzerin bekommen, wird auch das Maskottchen Salvatore von Selena mit viel Liebe und Hingabe gepflegt, damit das ihm ein erfolgreiches Rennpferd wird. In Kürze geht er los, der Start von Popea. Brigitte Zellner steht jetzt neben mir, die Besitzerin. Wie nervös sind Sie? Ja, ziemlich, ja. Sie sind ja, wenn es wahr ist, im echten Beruf Jacker, Fahrerin. Da geht es wahrscheinlich ein bisschen gemütlicher zu, oder? Wie ist da in der Wiener Innenstadt der Verkehr? Gemütlich ist es nicht. Es ist viel Stress mit den Leuten, mit dem Verkehr. Also da ist es da eher harmlos. Ne? Also ja, das ist halt, das Pferd habe ich selber gezüchtet und ein hoffnungsvolles, junges Pferd. Und werden wir schauen, was es macht heute. Ne? So, wo ist mein Pferd? Jetzt muss ich aufpassen. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Das war der Start zum 11. Rennen.
Powerpro mit einem Fehler. Popea erwartungsgemäß am schnellsten flott, schnellt hier an die Spitze. JS Hot Action liegt hier dahinter. Dann sieht man in dritter Position Iglesiumo an der Außenseite. Kommt hier Seifenstein aus der zweiten Reihe relativ günstig in den Bewerb. Fünft platziert ist augenblicklich Arvato JR. Das Geschehen nun Mitte der Gegenseite, immer noch Popea an der Spitze. Seifenstein zuckt bereits gleich mit der Leaderin. In Kürze ist der Schlussbogen erreicht. Popea an der Spitze. Christian Übleis hat sich bereits umgeblickt. Außen Seifenstein, innen Popea. Die 1100 Meter 1,19,1. Popea an der Innenseite, außen Seifenstein um Freifahrt bemüht. JS Hot Action, Winwood noch abwarten. So auch Arvato JR. Power Pro geht nun in die Offensive und auch Winwood. In Kürze ist die Endgerade erreicht. Popea an der Innenseite, außen hat Seifenstein bereits einen leichten Vorteil. Winwood ist eingesprungen. Seifenstein an der Spitze. Popea hält die zweite Position. JS Hot Action ist hier freigekommen. Seifenstein in Zielnähe voraus, außen verfolgt von JS Hot Action. Seifenstein gewinnt hier in sehr gutem Stil vor JS Hot Action und Popea. Zufrieden mit dem Dritten? Ja, Dritter. Ja, gut. Sind wir zufrieden? Ja, bin zufrieden. Ist im Geld, da gibt es 300 Euro. Ja, ist nicht viel. Verdiene beim Ferkerfahren oft mehr. Nicht? Bei einer Fahrt wahrscheinlich. Nein, bei einer Fahrt nicht, aber sagen wir so, der Umsatz heute über den Tag ist höher. Ne? Aber gut, kann man nichts tun. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit dem Schaukelpferd? Darf das nächstes Mal wieder mitkommen? Ja, freilich, ne? Das ist und das Kind auch, ne? Das ist ein Maskottchen. Im internationalen Junipreis kommt es zum Aufeinandertreffen zweier ganz spannender Pferde. Zum einen dem aktuellen Derby-Sieger Kaka und zum anderen Last Man Standing, der seinen 7. Sieg bereits in Österreich anpeilt. KK hat mit Fahrer Gerhard Bindl etwas gut zu machen. Immerhin gab es zuletzt beim Präsidentenpreis nach zwei Fehlstarts eine Disqualifikation. Last Man Standing läuft derzeit in Österreich alles in Grund und Boden. In der Kreau zum Beispiel hat Gerhard Meyer den 6-jährigen Hengst zu einer tollen Zeit von 1,14,8 geführt. Rudolf Haller wird Sakima zu seinem Saisondebüt führen und überhaupt ein Lebensdebüt feiert eine ganz große Traberlegende, nämlich Heinz Wevering hier im Magna Racino. Ja, gilt als der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten. Heinz Wevering, mit 62 Jahren feiern Sie trotzdem ein Debüt hier im Magna Racino. Warum? Was hat Sie hergeführt? Ja, ich hatte den Kontakt zu Herrn Brandstetter und wir hatten uns letzte Woche in Wien unterhalten und habe gesagt, ja, ich habe in Magna Racino noch nie gefahren und das, obwohl ich fast alle Rennbahnen auf der Welt durch habe. Also das ist schon sehr interessant und ich meine, ich kenne die Anlage schon viele Jahre. Ich war auch schon mal hier, als sie noch gar nicht fertig war, als sie noch im Rohbau war und das ist natürlich alles toll geworden jetzt hier. Ne? Sie werden unter anderem das internationale Juni-Rennen bestreiten auf Abel Crown. Wie gut kennen Sie das Pferd? Ich habe das Pferd, ich kenne es aus Deutschland, er hat in Deutschland auch schon gelaufen und er hat natürlich eine Zulage von 40 Meter heute. Das Rennen ist nicht so leicht, sind sehr gute Pferde drin, aber wir werden natürlich versuchen, das Beste daraus zu machen und eine gute Position zu finden im Rennen. Ne? Was wäre so eine gute Position? Wie rechnen Sie sich die Chancen aus? Na gut, über die längere Distanz und dann 2640, glaube ich, oder 680 Meter geht meiner. Dann muss man natürlich sehen, dass man von hinten erstmal ans Feld rankommt und dann eine Position suchen und schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Ne? Sie gelten eben als der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, da waren die 17.000 Siege. Was motiviert einen wie Sie? Gut, einmal der Sport, das gehört zum Leben und Pferde gehören zu meinem Leben und das ist auch die Motivation, die man täglich wieder hat, immer mit den Pferden arbeiten und Rennen fahren und der Erfolg kommt natürlich und Erfolg motiviert, ja. Das war also der Start zum internationalen Junipreis. Erwartungsgemäß aufgrund des Bandvorteils am schnellsten flott hier Programm Nummer 2 Iris Bemo. Der hat hier eine komfortable Führung, fehlerhaft hier im Hintertreffen, Favorit zu Last Man Standing. An der Spitze Iris Demo, dann sieht man Lambert SAS vor Sakima. Es folgt hier in vierter Position
Programm Nummer 6 KK, dann sieht man Able Crown und am Ende des Feldes der wieder parierte Last Man Standing. Mitte der Gegenseite, das Feld natürlich weiterhin weit auseinander gezogen. Weiterhin sieht man Iris de Mo an der Spitze, dessen Vorteil beträgt 4 Längen in etwa auf Lambert SAS. Dicht dahinter sieht man Sakima, dann klafft eine Lücke zu KK, eine weitere zu Able Crown und am Ende des Feldes Last Man Standing. Die Teilnehmer kommen in einer Spur gehalten hier erneut vor die Tribünen. Iris de Mo an der Spitze geht ein sehr gutes Tempo von vorne weg, dahinter Lambert SAS, dann Sakima, auch KK hat hier Anschluss gefunden. Es fehlen noch Able Crown und Last Man Standing. Eine Runde vor Schluss, Iris de Mo mit Carsten Milek an der Spitze, dahinter Lambert SAS, dann Sakima, dann folgt hier KK vor Able Crown und Last Man Standing. Der Sechserpulk rückt immer besser zusammen. Weiterhin alle 6 Teilnehmer in einer Spur gehalten. Es geht nun auf die finale Gegenseite. Iris de Mo, 3 Längen vor Lambert SAS. Dann folgt Sakima. Nach außen orientierte sich bereits Last Man Standing. Zuvor noch KK und etwa gleich auf ihnen Able Crown. Iris de Mo an der Spitze führt Sakima. Wechselt jetzt in die Außenspur über Spurte zu eben Lambert SAS, an dessen Fersen heftet sich hier auch KK und Last Man Standing. Iris de Mo an der Spitze wird hier verfolgt von Sakima Mitte des Schlussbogens, dann kommen KK und Last Man Standing. Iris de Mo nun attackiert von Sakima. Sakima an der Außenseite, innen Iris de Mo, dann folgt hier KK und Last Man Standing. Die Endgerade ist erreicht, Sakima und Rudi Halle übernehmen die Spitze. Sakima führt außen, KK mit der finalen Attacke, dann Last Man Standing. KK an der Außenspur überspurtet erneut hier. Sakima ganz außen, Last Man Standing. KK und Gerhard Bindl an der Spitze. Außen kommt hier Last Man Standing. Der Sieg geht an KK vor Last Man Standing und Sakima. Ja, im Nachhinein war es nicht so schwer, wie ich mir vorgestellt habe, weil es waren ja 2 Nichtstarter, der Start hat gut geklappt. Es war gleichmäßig schnell und ich konnte also fast alle Kurven an der Innenkante fahren, also jeden Meter sparen und dann war es zum Schluss doch eigentlich leicht. Der absolute Höhepunkt bei den Trabern am heutigen Tag ist zweifelsohne das Ypsilanti Memorial. Das erste Zuchtrennen der Dreijährigen ist mit ganz, ganz großer Spannung zu erwarten, denn nicht weniger als 14 Vertreter aus dem Jahrgang 2009 kämpfen um die Gesamtdotation von 20.000 Euro, also das Who is Who. Zum Beispiel die zweijährigen Stars Charlene und Best of Wagram sind genauso am Start wie die frisch gebackenen Sieger Andover Moe, MS Dreamer oder Edo Venus. Ja, wer wird diesen Klassiker gewinnen? Offen wie selten zuvor ist dieses Rennen. Und eine der Favoritinnen ist sicher Charlene, die im Vorjahr zum Beispiel die Krone der Zweijährigen gewinnen konnte. Also, wir sind gespannt. Fahrer von Charlene ist Rudi Haller. Ja, Rudi Haller, Sie werden im Ypsilanti Memorial mit Charlene an den Start gehen. Welche Chancen rechnen Sie sich aus mit diesem Pferd? Ja, sehr gute Chancen. Sie hat zwar heuer noch kein Rennen bestritten, aber sie hat 2 sehr gute Probeläufe gemacht. Und ja, es sind lauter dreijährige Pferde, wo noch alle relativ unerfahren sind und die Startphase wird entscheidend sein. Aber vom Können her rechne ich mir mit ihr allererste Chancen aus. Startfrei zum Prinz Theodor Ypsilanti Memorial 2012. Die 1 Super Brandy Dieter Marz, die 2 Charlene Rudolf Haller, die 3 MS Dreamer Erich Kubes, die 4 Domina Venus Gerhard Meyer, die 5 Alf Mellmark Michael Höhnemann, die 6 Best of Wagram Josef Sparber, die 7 November Feeling Wilhelm Loderer, die 8 Cecil Johann Lichtenwörter, die 9 Andover Mo Mario Zanderigo, die 10 Royal Chat Peter Schwarzl-Müller, die 11 Four Roses Venus Heinz Wevering, die 12 Gigant Foto Branis Slav Mukic und die 13 Edu Venus Gerhard Bindl sowie die 14 Luca Corredora und Thomas Pribil.
Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Das war der Start zum Prinz Theodor Ypsilanti Memorial 2012, dem ersten Zuchtrennen in dieser Saison. Ums Kommando bemüht, innen der ungeschlagene MS Dream, außen Alf Melmark. Dahinter sieht man jetzt einen kurzen Fehler von Charlene. An der Außenseite Alf Melmark, innen MS Dreamer. Nun springt auch Best of Wagram. Die Favoriten oder einige der Favoriten hier fehlerhaft in der Anfangsphase. MS Dreamer hat immer noch die Spitze, das Tempo ein wenig herausgenommen. Dann sieht man außen November Feeling, innen bezog Alf Melmark Position. Dann folgen hier Four Roses Venus. Dann sieht man Cecile, Edu Venus, Andover Mo, Domina Venus, Royal Chat und Super Brandy. Die restlichen Teilnehmer scheinen bereits aus der Partie. Es geht auf die letzte Runde. MS Dreamer führt. Nun wechselt der November Feeling nach innen. Außen kommt Four Roses Venus mit Heinz Wevering. Die attackiert sogleich. Hier MS Dreamer außen vor Roses Venus, innen akzeptiert MS Dreamer vor erster D-Pace. Es geht auf die letzte Gegenseite, wo vor Roses Venus wieder zurückgenommen wurde und die zweite Position bezieht. MS Dreamer und Erich Kubes weiterhin an der Spitze. Dahinter vor Roses Venus. Außen sieht man Edu Venus. Nun attackiert hier vor allem Andover Mode eingesetzt wird und auch Super Brandy hier in dritter Spur. Einige Angriffsversuche hier aus dem Feld. Es führt MS Dreamer nach 1100 Metern 1:17,2. Außen sieht man Edu Venus, innen Four Roses Venus, dann Super Brandy, Alf Melmark und Andover Mo. Es geht in Kürze auf die Endgerade. MS Dreamer hat mit Erich Kubes hier noch einen Vorteil von etwa einer Länge gegenüber Edu Venus. Dann ist Four Roses Venus hier um Freifahrt bemüht. MS Dreamer kommt als Führender auf die Endgerade. Edu Venus versucht nachzusetzen und auch Four Roses Venus, innen MS Dreamer zum Kampf gestellt vorne. Edu Venus an der Außenseite, innen wehrt sich MS Dream, außen Edu Venus und ganz außen vor Roses Venus. Edu Venus übernimmt das Kommando und gewinnt hier. Edu Venus vor MS Dreamer und vor Roses Venus. Ja, der Mann des dritten Renntages kann nur Gerhard Bindl heißen, mit dem Sieg beim Ypsilanti Memorial. Ein perfekter Tag für Sie? Auf jeden Fall, ganz klar. Zwei Starter, zwei Sieger, besser geht's nicht. Wie war das Rennen für Sie? 14 ganz starke Pferde der Dreijährigen. Warum haben Sie sich am Ende durchgesetzt? Weil ich sehr viel Glück gehabt habe, ganz einfach. Ich habe einen super Start erwischt. Bei 14 Pferden, da kann man nicht so rumfahren, wie man will. Da muss man sich anpassen und es hat sich ständig ergeben. Die Position ist immer besser geworden und am Schluss war ich vorne. Was sagen Sie zu den anderen Konkurrenten? Wer war jetzt der Stärkste? Zeitlang hat es ausgesehen, ob Heinz Wevering um den Sieg mitritt. Der ist ein Dritter geworden. Ja, der war sehr gut, aber ich meine, der Zweiter war. Die Nummer 3 war natürlich hervorragend. Und ich muss sagen, es war schon ein bisschen Hektik im Rennen. Das heißt, ich habe da viele Pferde und Konkurrenten natürlich nicht im Auge gehabt. Ihr Pferd war jetzt zu Beginn nicht unbedingt als Favorit gerechnet. Stimmt das? Das ist richtig. Er hat erst einen Lebensstart. Der war in München-Dagefing. Da hat er zwar überlegen gewonnen. Aber trotzdem, ich habe selber nicht gewusst, wie gut er jetzt ist. Also das sieht man dann immer erst, wenn die Rennen, wenn es ernst wird in die großen Rennen. Also das war der dritte Wettkampftag 2012 im Magna Racino in Ebreichsdorf. Wir haben spannende Rennen gesehen, Überraschungssieger, aber Favoriten, die gewonnen haben. Das Debüt von Heinz Wevering. Und nächstes Mal in zwei Wochen gibt es die Horsepower dann mit dem Galoppa Derby, mit dem Austrian Derby als großem Höhepunkt. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim ORF. Schönen Abend und auf Wiedersehen.